Geht es um den Drohnenkrieg in Afrika. Aber was ist eigentlich eine Drohne? Zuerst erklären wir euch, was eine Drohne ist. Drohnen sind unbemannte Luftfahrzeuge. Es gibt sie in verschiedenen Formen und Größen. Zumal gibt es Drohnen, die man im Laden kaufen kann, aber auch welche zu Militärzwecken. Diese können Raketen tragen und werden zur Bombardierung genutzt. Innerhalb von 5 Jahren nach dem Amtsantritt von Obama wurden über 3000 Menschen durch Drohnenangriffe getötet. Nur ein kleiner Teil des weltweiten US-Drohnenkriegs findet in Afrika statt. Aber auch hier gleicht der Drohnenkrieg eher einer einseitigen Bombardierung und Unterdrückung von Seiten Amerikas. Amerika führt den Drohnenkrieg, um so offiziell Terroristen zu bekämpfen. Jedoch kann man sich nicht sicher sein, ob nur Terroristen oder auch unschuldige Zivilisten getötet werden. Amerika allerdings nimmt den Tod von Zivilisten in Kauf und rechtfertigt ihn mit einem "Tut uns leid". Deutschland spielt dabei eine zentrale Rolle, denn diese bieten den Amerikanern mit der Airbase Rammstein einen militärisch wichtigen Stützpunkt, um die Drohnen zu überwachen und Daten zu übertragen. Auch wenn deutsche Politiker so tun, als wenn sie nichts von den Drohnenangriffen wüssten, wird jeder einzelne Abschussbefehl von Stuttgart naheliegenden Militärbasis Rammstein gegeben. Eines der Opfer des Drohnenkriegs ist Maxamed Abdual. Er war ein 50 Jahre alter Kamelhirte aus Somalia. Der 24. Februar 2012 war ein Tag wie jeder andere und er ging früh morgens mit seinen Kamelen los. Er hörte wie immer die Drohnen über sich fliegen. Er musste weitergehen, ungefähr eine Stunde, um frisches Gras für seine Kamele zu finden. Nachdem er einen Platz gefunden hatte, legte er sich hin und hält seinen Mittagsschlaf. 3 Tage später ist sein Vater immer noch nicht zurück. Sein Sohn macht sich Sorgen. Am Abend kehrt eins der Kamele zurück, dann noch eins und noch eins. Der Sohn wird unruhig. Am nächsten Morgen geht er mit einigen Leuten seinen Vater suchen. Sie erfahren von einer Frau, dass es einen Drohnenabschuss gab. Sie gehen der Sache nach und finden einige Zeit später den zerfetzten Körper von Maxamed Abdual. Er ist bei einem Drohnenangriff ums Leben gekommen. Unsere Meinung. Wir finden das nicht gut, weil Deutschland so in diesen Drohnenkrieg reingezogen wird. Außerdem finden wir es nicht gut, dass deutsche Politiker sich dumm stellen, da man nach 2 Minuten Internetrecherche mehr erfährt, als sie angeblich wissen. Nachzulesen ist dies in der Süddeutschen Zeitung. Unser tiefstes Beileid geht an alle unschuldigen Opfer und wir wünschen den Familien Kraft, dies zu überstehen.